Ich grüße euch. Es ist Dienstag. Heute erst meine erste Vlog-Aufnahme am Dienstag, weil ich einfach so ein kleines Loch, so ein Social-Media-Loch habe. Also, es ist zurzeit ein bisschen schwierig. Ich esse auch zurzeit nachmittags nichts. Also, ich fange gleich mal damit an. Ich habe jetzt, glaube ich, die letzten 3, 4 Tage nachmittags nichts gegessen. Gestern zum Beispiel war ich in der Früh mal wieder im Fitnessstudio, habe dann mittags ganz normal gegessen, so meine 700, 800 Kalorien vielleicht. Und dann hatte ich keinen Hunger mehr. Also ich hatte wirklich null Hunger. Ich habe richtig gemerkt, ich kann mir jetzt gerade gar nichts kochen, wenn nichts reingeht am Nachmittag. Und habe dann gestern Nachmittag einfach noch zwei Proteinshakes zu mir genommen und habe damit so gearbeitet. Ich habe aber jetzt schon relativ Hunger. Ich mache mir jetzt dann was zu essen. Ich habe mich gerade ausgelockt von der Arbeit. Ich mache jetzt meine Mittagspause. Und ja, ich habe gestern irgendwie, bin ich nicht so ganz dazu gekommen, was für euch aufzunehmen. Ich habe zurzeit nur meinen Adventskalender, poste ich zurzeit. Ich denke auch, dass ich dieses Jahr höchstwahrscheinlich kein Video mehr donnerstags machen werde. Ich weiß nicht, ob ich euch das auch noch auf Social Media, auf Insta oder so mitteile, aber ihr wisst es jetzt, ich werde wahrscheinlich nichts mehr machen. Ich werde wahrscheinlich auch nicht mehr live gehen. Ich will mich da so ein bisschen für das restliche Jahr, das sind jetzt noch gut und knapp 3 Wochen, 3,5 Wochen, glaube ich, sind es, werde ich mich so ein bisschen zurückziehen. Ich poste ein bisschen was auf Insta, aber ich möchte nur das posten, was mir halt auch irgendwie Spaß macht und nicht so zwangweise, ich muss jetzt mein Essen posten, ich muss jetzt, ich muss jetzt. Klingt vielleicht für den einen oder anderen doof, aber wenn man mal so in diesem Kreislauf dann ist, dass man halt viel auf YouTube, Insta, TikTok postet, dann, es macht zwar alles Spaß und sowas, aber es gibt auch Momente, wo selbst das einfachste und kleinste kurze Bild einfach mal irgendwie so einen stresst oder so in Arbeit ausufert. Und da brauche ich jetzt gerade einfach mal wieder so eine Pause. Und wenn Videos kommen und wenn ich was poste, dann ist es, weil ich mir die Zeit nehmen konnte und weil es mir Spaß gemacht hat und weil ich es als nicht stressig empfunden habe. Aber ansonsten werde ich wahrscheinlich nur noch die Vlogs machen und meinen Adventskalender dieses Jahr und dann ab 1.1.24 wieder durchstarten. Ansonsten auch so gerade, glaube ich, mental ein kleines Loch. Ich will jetzt nicht zu viel nörgeln hier. Es ist auch absolut nicht schlimm, aber ich bin halt hier irgendwie gefühlt den ganzen Tag alleine und das ist echt irgendwie schwierig gerade. Und das Ding ist, was halt hinzukommt, ich kann mich gerade für nichts begeistern. Also weder, dass ich irgendwie ein YouTube-Video mache, noch, dass ich was Lego baue oder was zocke am Fernseher. Ich schaffe es nicht mal, einen Fernseher anzumachen, um einfach nebenbei irgendwas mal laufen zu lassen am Abend. Es ist echt schwierig. Ich habe jetzt, wie gesagt, wieder mit Sport auch, will ich jetzt wieder durchstarten. Da ist es so, dass ich gestern im Fitnessstudio war, dann habe ich zu wenig, da habe ich mir richtig gegeben. Danach eben, wie gesagt, zu wenig gegessen. Dann war gestern Abend noch ein Kumpel da. Wir haben bis um, ich glaube, 12:30 gezockt und heute bin ich um 6 aufgestanden, habe angefangen zu arbeiten und habe nur gemerkt, ich brauche heute gar nicht ins Fitnessstudio gehen, weil ich eigentlich vorhatte, was zu machen. Ich habe zu wenig Schlaf, ich habe zu wenig gegessen und ich habe echt einen üblen Muskelkater. Also ich bin so schlapp gerade und energielos. Ich hoffe, dass es vielleicht noch bis später wird, wenn ich jetzt mittags was esse und dass ich dann noch ins Fitnessstudio gehen kann. Ansonsten Ausblick auf die Woche. Ich werde abends halt Fußball gucken, sonst nur arbeiten. Also es wird auch wieder relativ langweilig. Wenn ich irgendwas mache, nehme ich euch natürlich mit dieser Kamera. Donnerstag muss ich in die Arbeit. Da haben wir einen Präsenztermin und Freitag kommt dann auch schon meine Freundin und das Wochenende werde ich dann wieder mit ihr und auch mit meinem Kleinen verbringen. Also ich führe gerade echt ein stinklangweiliges Leben. Es ist Donnerstagabend, ich habe ein paar Tage übersprungen und es ist tatsächlich jetzt endlich mal so weit, dass ich gerade nicht mehr weiß, was ich in meinem vorherigen Take euch erzählt habe und ob es Montag oder Dienstag war. Boah, ich war die letzten Tage im Fitnessstudio, habe nur gearbeitet. Das Jahresendgeschäft, das ballert bei mir in der Arbeit komplett rein. Also ich komme zu gar nichts mehr. Ich habe wirklich original null gemacht. Das ist gerade immer wieder so schwierig, für euch einen Vlog aufzunehmen, für mich, weil ich nichts mache. Also wirklich null. Also ich habe Weihnachtsgeschenke gekauft. Die sind auch alle angekommen. Meine Mehrweg-Pens sind immer noch nicht da und ich habe komischerweise auch noch nichts von dem Medi-Q gehört, obwohl ich meine Rezepte da schon hingeschickt habe. Also ich muss da mal unbedingt nochmal nachschauen. Ich habe auf jeden Fall keine E-Mail bekommen. Ich habe die Woche wirklich nur gearbeitet, dann war ich kurz im Fitnessstudio, dann wieder gearbeitet, dann war zweimal abends ein Kumpel da, das andere Mal habe ich mir alleine Fußball angeschaut am Dienst Mittwoch.
Nee, Dienstag, Mittwoch, gestern war ein Kumpel da. Heute musste ich in die Arbeit, wir hatten einen Präsenztermin und ich war ewig in der Arbeit. Ich hatte ultra viel zu tun. Ich dachte schon, ich komme echt gar nicht mehr heim. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich fahre jetzt heim, bevor ich im Berufsverkehr komme und habe dann hier noch ein bisschen gearbeitet. Hab dann, ist es echt spät geworden. Also es ist jetzt 9, um 18 Uhr ungefähr oder um Viertel vor 6 habe ich aufgehört. Dann habe ich auch erst wieder endspät gegessen, was für mich echt immer Kacke ist. Habe mir einen Thai-Curry gemacht letztens. Ich habe mir da 100 Gramm Nudeln jetzt wieder dazu gemacht. Ich bin jetzt wieder ein bisschen gestiegen. Ist ein bisschen doof, aber ich komme zurzeit nicht anders dazu. Ich müsste eigentlich auch einkaufen. Ich habe nicht mal einen Salat oder so da, aber ich hätte ohne Scheiß gerade lieber einen Salat gegessen. Und ich habe nur mir schnell Nudeln gemacht, weil Reis hat mir zu lange gedauert und ich hatte noch Nudeln da, die 4 Minuten dauern. Also deswegen habe ich mir da dann das Thai Curry drauf gemacht. Also so verplant ist das zurzeit alles bei mir. Ich war duschen, ich musste. Ah ja, ich habe doch eine Geschichte für euch zu erzählen. Mein Kleiner hat die Läuse. Er war da, wir haben es alle nicht gecheckt, hat er aus dem Kindergarten wieder mitgebracht. Ich habe heute alles gewaschen, ich habe meine Haare gewaschen. Ich hoffe jetzt einfach mal, ich bekomme es nicht, weil ich jetzt auch mir dieses Shampoo nicht gekauft habe. Ich war aber heute in der Arbeit und habe Haargel dran und ganz viel Haarspray. Vielleicht habe ich sie dadurch alle gekillt, falls ich welche gehabt hätte. Ich gehe jetzt gerade ein bisschen zu locker damit um. Ich merke das selber. Ich glaube, das ist ein ernsthaftes Problem und ich sollte mir das echt genauer anschauen. Also ich hoffe jetzt einfach mal, da kommt gerade nichts. Ich habe da, wenn ich da jetzt was hätte. Ich habe da keinen Nerv mehr dafür. Ich habe, wie gesagt, ich habe alles gewaschen, wo wir uns aufgehalten haben. Ich habe meine Haare jetzt sicherheitshalber noch gewaschen. Normal, aber nur, ich weiß, das bringt wahrscheinlich gar nichts, aber einfach nur zur Sicherheit. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich Glück gehabt habe. Keine Ahnung. Ich habe einfach keinen Nerv dafür. Ich habe wirklich gerade mit diesem Jahresendgeschäft keinen Nerv. Und ich gehe jetzt mal ganz kurz mit euch in unser Schlafzimmer und zeige euch was, denn ich habe eine neue Sache gemacht. Ihr wisst ja, dass ich sehr, sehr gerne Sammelkarten sammle und dass ich gerne One Piece schaue. Und jetzt wird es ein bisschen dunkel. Ich hole es jetzt einfach mal raus. Ich zeige euch da jetzt nicht viel. Aber ich habe angefangen mit dem, für diejenigen, die es interessiert, ich weiß, viele von euch wird es wahrscheinlich nicht interessieren, mit dem japanischen, also auf Japanisch, das Sammelkartenspiel von One Piece. Das ist jetzt die erste Version. Richtig cool, hat 60 € ungefähr gekostet jetzt. Da waren 25 Booster drin für die, die es interessiert. Waren ultra coole Karten, also ich finde die mega. Das ist halt wirklich, das trifft halt meinen Fanboy von meinen inneren Fanboy von One Piece halt volle Kanne. Also ich habe mich verliebt in diese Karten. Das ist was, da könnt ihr mich echt. Also das ist unglaublich. Da könnte ich jetzt noch 1000 Packs aufmachen. Und ich schaue mir auch jede Karte immer so einzeln an. Das ist wirklich unglaublich. Gefällt mir richtig gut. Ich habe jetzt insgesamt dafür 60 € gezahlt und habe mir noch die fehlenden Karten, also die nicht diesen ganz krassen Wert haben, die ich mit 1 bis, ich glaube, 124 oder sowas dann voll habe. Das waren noch ein paar. Das hat mich jetzt insgesamt, glaube ich, nochmal 25 € gekostet. Das heißt, ich habe jetzt 85 € für das komplette Set ausgegeben. Und das ist halt gar nicht so viel. Also wenn man das mit Pokémon-Karten vergleicht, die ich ja auch teilweise sammle, ist es nicht so viel. Und es ist halt das erste Set auf Japanisch. Und also ich glaube, in 10 Jahren wird es da schon diesen Wert von diesen 75 € wahrscheinlich weit überschritten haben. Naja, das ist halt so meine Vorliebe. Ich finde nach wie vor zurzeit keinen Gefallen an Film, Serie. Ich schaue gar nichts. Also es ist wirklich krass. Ich kann mich für nichts begeistern und genauso leider auch beim Gaming. Also ich kann mich für absolut nichts begeistern. Und ja, morgen wird hoffentlich mein Tag endlich mal nach der Woche ein bisschen aufregender und nicht so viel Wohnung. Ich gehe morgen in der Früh auf jeden Fall wieder ins Fitnessstudio. Mittags kommt dann meine Freundin endlich wieder. Ich hoffe, wir machen morgen irgendwas. Es ist halt gerade auch extrem schwierig bei uns, diese S-Bahn-Situation. Das heißt, höchstwahrscheinlich muss ich irgendwo mit dem Auto hinfahren und was wir dann machen, weiß ich nicht. Aber ich muss morgen was machen. Ich habe dann noch meinen Kleinen übers Wochenende. Ich werde dann, vielleicht gehen wir am Samstag ins Schwimmbad oder sowas, irgendeine Aktivität. Also ich muss hier raus. Das war jetzt einfach zu viel mit der Krankheit und danach halt so viel Arbeit. Also ich habe wirklich gerade einen Arsch voll Arbeit. Es ist brutales Jahresendgeschäft, das haut so rein wie noch nie. Ich habe ja auch das letzte Mal, also das habt ihr ja gerade eben gehört, verkündet, dass ich nicht mehr so viel mache. Ich habe jetzt auch die letzten 2 Tage nicht viel für Social Media gemacht. Ich habe tatsächlich nur morgens meine Werte gepostet und dann meinen Adventskalender. Deswegen habe ich gestern, glaube ich, auch
ich weiß nicht, ob es gestern und vorgestern oder nur gestern war, auch den Vlog aufzunehmen vergessen, weil ich einfach komplett runtergefahren habe, was auch gut tut. Allerdings, ich bin halt jemand, wenn es dann zu viel Ruhe wird und halt zu viel Wohnung, ich flippe aus. Und wie gesagt, morgen gleich wieder Fitnessstudio. Ich schaue, dass ich morgen einen 6-Stunden-Tag mache. Ich habe genug Überstunden gerade auch aufgebaut. Alleine, ich war jetzt so lange krank, habe jetzt eigentlich erst wieder 2 Wochen gearbeitet, nachdem ich 2 Wochen eine Mittelohrentzündung hatte. Und ich habe schon wieder Überstunden aufgebaut. Das ist krass. Ich will mich da nicht toll reden oder so. Also ich hoffe, ihr versteht das. Ihr habt bestimmt auch alle bei eurer Arbeit viel zu tun. Aber ich sag mal so, wenn es ums Geld geht, plus zum Jahresende, vor Weihnachten und Silvester, die Leute drehen durch. Also teilweise verständlich, teilweise unverständlich, aber es ist halt wirklich gerade en masse Arbeit. Deswegen bin ich nicht zu viel anderem gekommen. Also es ist wirklich krass. Ich habe nur die grundlegenden Dinge gemacht. Ich schaue mal, dass ich morgen oder übermorgen noch mit meiner Freundin einkaufen gehe. Mein letzter Wocheneinkauf war echt ein bisschen schwach. Also mir fehlen noch ein paar Sachen. Mal gucken, was noch so die nächsten Tage bringen. So, es ist Freitag. Ich habe heute um Punkt 12 aufgehört zu arbeiten. Meine Freundin ist heute wieder gekommen. Wir waren auch schon unterwegs. Erst haben wir ein bisschen gechillt und was zum Mittag gegessen. Wir waren noch im Einkaufszentrum und danach sind wir noch einkaufen gefahren. Und ich dachte mir, ich zeige euch mal meinen dieswöchigen Einkauf. Und zwar fangen wir mal gleich an. Wir haben es hier schon hingelegt, weil ich gerade schon ein TikTok gedreht habe. Wir haben ganz viel Gemüse gekauft, Lauchzwiebeln, 3 Paprika, dann eine Packung normale Zwiebeln, eine Packung rote Zwiebeln, die sind für einen Salat. Ich habe aber auch noch einen Eisbergsalat mitgenommen und wir haben noch Zucchini und Karotten, Knollensellerie, Ingwer, also wir haben noch ganz viel auch im Kühlschrank. Ein großes Toilettenpapier, das glaube ich hat 6,40 € oder so gekostet, also das war relativ günstig. Ich habe auch noch Deo gebraucht, da habe ich mir dann auch gleich eins mitgenommen beim Lidl. Rapsöl, meine Freundin hat sich noch so ein Bananenbrot mitgenommen und wieder ein Sixpack Wasser, wie immer zum Punchen mit normalem Leitungswasser. Ich habe mir dann wieder einen Blätterteig mitgenommen, das hat mir letzte Woche ganz gut geschmeckt, da mache ich mir wieder was draus. Dann Gnocchi habe ich mir eine Packung mitgenommen, meine Freundin hat sich vegane Chicken mitgenommen. Meine Kaffeesahne wieder, ist halt irgendwie einfach, da brauche ich ab und zu mal eins, ich weiß, das ist jetzt nicht umweltbewusst, aber ist eigentlich immer ganz gut für mich so. So ein Prosciutto Crudo, also so eine Art Tortellini habe ich mir mitgenommen. Forellenfilet noch. Meine Freundin wieder ihre berühmt-berüchtigten Schokobrezeln. Ich glaube, den Eisbergsalat habe ich schon erwähnt, gell? Und dann habe ich noch 4 Packungen Batterien mitgenommen für unsere Feuermelder. Also, der Einkauf ist eigentlich ganz gut, dürfte passen, weil nächste Woche bin ich auch einmal wieder nicht da. Dienstag haben wir wieder von der Arbeit ein Event. Da ist ich wieder außerhalb. Und dann geht es ja auch schon so langsam Richtung Weihnachten, wo ich dann eh die ganze Zeit auch Essen bekomme. Wahrscheinlich von meinen Eltern. Nee, sicherlich von meinen Eltern. Aber wahrscheinlich wird es einfach 3 Tage Fresskoma. Das ist bei uns wirklich echt immer krass. Und es ist zu lecker und zu gut gemacht und zu selten, dass ich das esse, als dass ich da Nein sagen könnte. Deswegen freue ich mich mega drauf. Wir werden uns jetzt was kochen. Eventuell holen wir uns auch ein bisschen Sushi und machen nur einen Salat. Also eins von beiden. Das wissen wir jetzt noch nicht so ganz. Werden dann uns wahrscheinlich vor die Glotze hängen und uns einen schönen Abend machen. Und morgen, ja, geht es dann weiter. Wahrscheinlich, wie ich es euch schon erzählt habe, Schwimmbad oder sonstige Aktivitäten. Mal gucken. Sonntagabend, diese Woche habe ich mit meinem Vlog ja wirklich hart verschissen. Ich habe es voll oft vergessen. Es war auf jeden Fall auch wieder ein wildes Wochenende, deswegen habe ich euch nichts aufgenommen. Ich bin gestern Abend noch spontan mit einem Kumpel aufs Tollwood gegangen, auf den Christkindlmarkt. Wir haben uns ein paar Honigmett reingeballert. Ich war auch besoffen und ich habe auch eine Nacht mit zu hohen Werten gehabt. Das ist nicht gut gewesen. Genauso wie letzte Woche habe ich mir meine Zeit im Zielbereich ein bisschen am Wochenende verkackt. Und zwar zeige ich es euch mal ganz kurz. 85. Also ist immer noch gut, ist immer noch top. Ich bin zufrieden. Aber ich lag halt davor auch wieder irgendwie so knapp bei 98 oder sowas, glaube ich, war es. Also wieder das Wochenende, wieder ein bisschen doof gewesen. Und soll ich euch was sagen? Nächste Woche wird es auch nicht besser, denn da ist Heiligabend. Da wird es dann auch wieder das große Fressen geben. Also bei uns gibt es da immer super leckere Ente mit Knödel und Blaugrau. Das macht auch meine Mom dieses Jahr wieder. Ich freue mich mega drauf. Ich kann es gar nicht abwarten.
Montag ist dann nichts und am zweiten Weihnachtsfeiertag macht mein Vater ganz traditionell immer Reh und so wild halt auf jeden Fall mit Spätzle und sowas. Das ist dann auch wieder mehr oder weniger das große Fressen. Und dann gehen wir endlich Richtung Jahresende und dann startet auch schon das Jahr 2024 die Zeit und vor allem dieses Jahr ist mir so unglaublich schnell vorgekommen. Es ist wirklich der Oberknaller. Die Woche war halt endverplant bei mir, deswegen auch nicht so viel Vlogs oder nicht so viel Aufnahmen von mir, nicht so viel auf Handy. Ich habe ja eh gesagt, dass ich runterfahren will, zumindest jetzt ein bisschen mit Social Media, weil ich gerade von meinem Hauptjob, also meine Arbeit ist gerade komplett am Brennen. Es ist unfassbar, aber es geht halt ums Geld und es geht halt um Jahresende und vor Weihnachten dreht dann eh gefühlt jeder durch und am besten alles sofort, also man hat gefühlt keine 10 Sekunden mehr, um das zu bearbeiten. Es ist gerade echt, es ist viel. Ich habe viele 10-Stunden-Tage auch gehabt. Also ich habe wirklich meine Arbeitszeit komplett ausgereizt. Es wird jetzt die nächste Woche auch nicht anders. Ich habe mir jetzt, weil ich heute Nacht echt wenig geschlafen habe, ich war relativ spät zu Hause, beziehungsweise wir haben bei der Family von meiner Freundin geschlafen. Meine Freundin war auf einer anderen Party. Boah, jetzt pappt mir gerade mein Auge zu. Jetzt habe ich hier gerade so Augentropfen rein und es klebt dann irgendwie immer nach so einer gewissen Zeit. Genau, deswegen ist jetzt auf jeden Fall, weil es so viel los war und ich, genau, also, nee, ich war gerade noch beim Schlafen, sorry. Ich bin immer noch ein bisschen durch den Wind von diesem Honigmett, das ist echt krass. Wir haben da geschlafen, nicht lange, ich glaube von 3 bis 8 oder so, also 5 Stunden. Ich fange daher morgen später an zu arbeiten. Ihr wisst ja, ich habe auch Gleitzeit. Ich kann auch mir das frei aussuchen, wann ich anfange. Irgendwann zwischen 6 und 10 Uhr. Ich werde mir wahrscheinlich einen Wecker so auf 8 stellen und dann anfangen. Ansonsten, ich habe jetzt, wie gesagt, heute den Vlog leider nicht gebracht. Den seht ihr jetzt erst am Montag, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin. Ich schneide den jetzt noch schnell und dann muss ich ihn halt irgendwie morgen früh, bevor ich dann anfange zu arbeiten, schnell mal bei YouTube hochladen. Das ist ja auch eine Arbeit von 10 Sekunden, diese ganzen Klicks und das alles einzufügen und hochladen kannst ja nebenbei, wenn ich arbeite. Also das hat ja nichts mit der Arbeit dann zu tun, weil das, glaube ich, braucht immer so 1, 2 Stunden und für die Verarbeitung brauchst du immer so lange, bis es dann auf 4K hochgeht, also von YouTube selber diese Verarbeitung. Das ist immer ein bisschen lange, aber das, wie gesagt, das stelle ich alles vor der Arbeit ein und das rüttelt halt dann den ganzen Tag und lädt euch dann hoch. Die nächste Woche wird auch spannend. Ich habe noch ein paar Sachen zu planen. Geschenke habe ich Gott sei Dank alle gekauft. Was haben wir denn noch? Am Dienstag habe ich eigentlich Bowlen ausgemacht. Das weiß ich noch nicht, ob ich mache. Aber ansonsten wird es wahrscheinlich wieder. Aber so ist es halt oft in meinem Job mit dem Jahresendgeschäft. Eine relativ langweilige Woche. Also zumindest unter der Woche. Ich werde wahrscheinlich einfach den ganzen Tag arbeiten und hoffen, dass ich irgendwo mal so 1, 2 Stunden dazwischen finde, um ins Fitnessstudio zu gehen. Da wird es nicht viel Aufregendes geben, was ich euch aufnehmen kann. Aber ich gucke auf jeden Fall mal, wie die Woche wird. Aber wir haben auf jeden Fall noch eine richtig coole Sache. Nächste Woche Sonntag, genau zum 24.12., erscheint meine 100. Ausgabe meines Vlogs. Einfach mal der 100. Vlog insgesamt. Ich habe euch 100 solche Videos aufgenommen. Die Zeit vergeht, das ist so krass. Manche besser, manche schlechter. Ich hoffe, manche hören mir trotzdem gerne zu. Ich habe auch überlegt, da ein kleines Special zu machen. Ich will das auch unbedingt machen, vor allem, weil es die 100. Folge ist. Ich habe aber absolut keine Ahnung, wie ich das zeitlich diese Woche hinbekomme. Weil, wie gesagt, es wird morgen, wenn ich erst um 8 anfange, werde ich wahrscheinlich auch wieder bis um 18 Uhr arbeiten, ungefähr, schätze ich jetzt mal. Vielleicht sogar einen Ticken länger. Danach werde ich wahrscheinlich auch keinen Nerv mehr haben, um irgendwas zu machen. Und ja, also es ist gerade schwierig, weil halt eben mein Hauptjob gerade so reinhämmert. Aber mal gucken. Jedenfalls, Sonntag kommt dann der neue Vlog. Ich schaue auch, dass ich den um 12 Uhr mittags rausbringe, weil ich denke, die meisten werden ja abends dann auch beschäftigt sein mit, oder halt diejenigen, die Weihnachten feiern werden, mit Bescherung und Essen und ich weiß es nicht, Zeit genießen mit der Family oder auch nicht. Keine Ahnung, wie ihr es halt macht, aber deswegen hatte ich mal überlegt, dass ich ihn um 12 Uhr rausbringe. Also einmal mal gucken, wie wir es machen.
Ansonsten, um das mal kurz zusammenzufassen, meine letzten Freestyle Libre, die sind wirklich wie weg. Also die funktionieren so gut, da hat alles Hand und Fuß. Das ist relativ super mit meinem Diabetes-Management. Die Woche bin ich auch top zufrieden. Also ich denke, ich habe sehr, sehr viel richtig gemacht. Es gab die eine oder andere Spitze vielleicht, die ich hätte vermeiden können, aber da kam dann oft diese Ungeduld, dass ich einen Spritzessabstand nicht eingehalten habe oder sonstiges. Versaut habe ich mir mein Ziel im Zielbereich, wie ich es gerade schon gesagt habe, gestern eben durch den Honigmet. Der hat auch gefühlt einfach nur aus Zucker bestanden. Also das war echt übelst süß, ist auch überhaupt nicht meins. Ich habe mir da dann immer Rum reinmachen lassen, damit ich es irgendwie trinken kann. Es war mir wirklich, wirklich zu süß. Und ansonsten denke ich, wird die nächste Woche genauso werden. Also ich denke auch von den Werten her, bis Sonntag zumindest, also bis dann das leckere Weihnachtsessen kommt. Und eine kleine Diabetes-Sache habe ich noch von der Woche, die ich euch erzählen kann. Ich habe heute vergessen, mein Langzeitinsulin zu spritzen. Und ich habe jetzt gerade mein Handy neben mir. Ich schaue mir das mal ganz kurz an. Das Lustige an der Sache ist, es sind lauter so Zickzack. Also es ist die ganze Zeit so Zickzack, Zickzack, Zickzack. Und nur daran ist es mir tatsächlich aber auch erst sehr spät aufgefallen. Und ich habe es dann um 16, 17 Uhr gemerkt und habe es dann ganz weggelassen. Also ich dachte mir dann, okay, es lohnt sich jetzt einfach nicht mehr. In 2 Stunden spritze ich eh. Und ich gehe jetzt dann eh gleich noch ans MacBook. Da spritze ich dann schnell und dann gehe ich auch schon ab in die Haia. Also viel passiert da heute nicht mehr. Also das war noch so ein kleiner Diabetes-Moment. Es hat sich aber in Grenzen gehalten. Also ich vermute mal, weil die Leber noch so ein bisschen auch zu kämpfen hatte und da ein bisschen an der Glukoseausschüttung gehemmt war. Deswegen hat es so ganz okay funktioniert. Ich weiß, dass es nicht das Beste ist, aber war jetzt einfach so, ist so passiert, muss man mal gucken. Die Mehrwegpens sind übrigens immer noch nicht gekommen. Ich habe keine Benachrichtigung, nichts bekommen. Ich muss mich da entweder später oder halt morgen auf jeden Fall mal bei diesem Medic oder Medic, keine Ahnung, wie man es ausspricht, anmelden und gucken, ob da irgendwas passiert ist, weil ich habe ja meine Rezepte eigentlich eingereicht und habe das alles auch schon vor längerer Zeit bestellt. Deswegen komisch, dass ich da so gar nichts davon gehört habe. Also das wundert mich ein bisschen. Und ansonsten war es das von der Woche. Wie gesagt, ich mache gerade echt auf Sparflamme alles. Also auch diese Vlogs gerade, das will ich euch natürlich in naher Zukunft oder halt dann auch mit Beginn des neuen Jahres alles viel, viel schöner ausschmücken. Ich möchte euch das viel besser präsentieren, mit viel mehr Werten, dass ihr das alles nachvollziehen könnt. Mein Essen möchte ich euch zeigen. Mein Wocheneinkauf ist natürlich immer ab jetzt dabei. Also das ist sowas, das habe ich jetzt einfach mit eingefügt. Und vielleicht ganz kurz dazu, die Leute, die mir auch auf YouTube schreiben, das kostet nicht so viel und das reicht nie für eine Woche und hast du nicht gesehen. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, ich will es euch nur mal ganz kurz sagen, dass ihr das vielleicht versteht. Also ich habe noch ultra viele Nudeln da, ich habe noch Reis da, das habe ich alles aus Italien mitgenommen. Das hält immer noch, da es sind immer noch so viele Packungen. Ne? Und obwohl auch meine Freundin schon viel mitgenommen hat, ist da immer noch genug da. Also solche Sachen habe ich immer zu Hause. Und ja, dieser Einkauf reicht mir tatsächlich eine Woche. Also ich esse eine Woche. Ich esse ja nur mittags und nachmittags. Ich esse auch nicht die größten Portionen. Es kommt ungefähr immer so pro Tag zwischen 1800 und 2000 Kalorien komme ich irgendwo raus. Vielleicht auch öfter mal weniger. Ich esse halt einfach nicht so viel. Also manchmal habe ich halt so ein paar Ausraster. Das kommt dann einmal im Monat vor, aber nee, nicht wirklich. Und was die Höhe des Preises angeht, also ihr habt ja gerade mein Video gesehen, als ich euch den Wocheneinkauf vorgestellt habe, ein, zwei Clips vorher. Das hatte ich jetzt halt auf TikTok und deswegen habe ich da jetzt auch leichten Redebedarf, weil da halt dann auch so Kommentare kamen wie für 42 Euro oder wie viel habe ich gezahlt? Na, ich weiß nicht mehr. Für das und das Geld. Niemals ist es so billig. Das ist eine glatte Lüge. Ey, Leute, wollt ihr mich verarschen? Wieso sollte ich jetzt, warum sollte ich von der Rechnung, vom Preis, was ich gezahlt habe, lügen? Also, was hätte das für einen Vorteil für mich? Also, wenn ich mir einen Gag erlauben würde und lügen würde, dann würde ich 5 Euro hinschreiben als Gag oder so, keine Ahnung. Aber wieso sollte ich denn da lügen? Soll ich euch jetzt auch noch die Rechnung zeigen? Ich kann euch theoretisch, ich mache einfach mit dem Finger wahrscheinlich meine Bankdaten oder ich weiß nicht, was da alles auf der Rechnung drauf ist, schwärze ich irgendwie und dann zeige ich euch die Rechnung, weil anscheinend ist es unglaubwürdig, dass ich den
richtigen Preis nenne. Also das finde ich immer wieder amüsant. Manchmal ist das Internet sehr, sehr amüsant. Das war's die Woche. Falls ihr nächste Woche meinen Vlog nicht mehr anschaut, weil ihr so im Weihnachtsstress seid oder Heiligabend genießt und einfach keinen Bock auf den Tobi habt, was ich vollkommen verstehe, wünsche ich euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Und Silvester machen wir dann nächste Woche. Ich glaube, das dürfte dann passen. Aber ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Genießt die Zeit, auch wenn ihr Weihnachten nicht feiert. Genießt einfach die Atmosphäre. Genießt die Zeit mit eurer Family. Und ich hoffe, ihr kriegt auch mega super dolle Geschenke. Das wäre doch cool. Und genießt euer Essen. Und vielleicht rückt ja der Diabetes dann auch mal so einen augenzwinkermäßigen Ticken in den Hintergrund. Und ihr genießt die Tage. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also, bis zu meinem nächsten Vlog. Bis dahin. Tschüss.